Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make-up und Crime. Heute erzähle ich euch wieder eine Geschichte aus den USA. Um genau zu sein, ist es eigentlich einer der bekanntesten und spektakulärsten Kriminalfälle des späten 20. Jahrhunderts. Denn ich erzähle euch heute von den Menendez-Brüdern. Doch vorab möchte ich euch erstmal erzählen, wie es heute ablaufen wird. Es wird ein ganz normaler Make-up und Crime-Fall, wie sonst auch. Jedenfalls heute, denn ich werde euch alles erzählen, wie es in den Medien beschrieben wurde und wie es in den Medien steht und zu finden ist, was diesen Fall betrifft. Doch nächste Woche werde ich euch aus der Sicht der Täter erzählen. Das bedeutet, ich werde sehr detailliert. Ich werde euch über die Kindheit erzählen, ich werde euch über den Mord erzählen, also alles aus der Sicht der Täter. Und es ist wirklich genau das, was sie gesagt haben, denn ich habe mir diese ganzen Stunden an Gerichtsverhandlungen angeschaut, die wurden nämlich damals live übertragen ins Kabelfernsehen und ich habe mich hingesetzt, habe mir alles angeschaut und ja, habe es für euch zusammengeschrieben, um euch den Fall ein bisschen näher zu bringen, denn ich finde, es ist sehr selten, dass man so eine Gerichtsverhandlung ja, sich anschauen kann und auch wirklich mit den Worten von den Beteiligten sich anhören kann. Dementsprechend fand ich es wichtig, dass ich es gerade bei diesem Fall einmal mache, denn ich habe gesehen, dass es wirklich sehr viele verschiedene Ansichtsweisen gibt. Und ja, ich würde gerne von euch dann auch hören, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet und was eure Meinung dazu ist. Ich selber habe mir meine Meinung gebildet, werde sie dann auch beim nächsten Teil mit euch teilen. Doch ich bin erstmal gespannt, wie ihr diesen Teil findet und ja, seid gespannt, bleibt dran, es wird was anderes. Am 20. August 1989 wurden José und Mary Menendez in ihrem Haus in Beverly Hills brutal erschossen. Fast 7 Jahre, 3 lange Gerichtsverfahren und mehrere tausende Stunden Fernsehberichterstattung später wurden ihre beiden Söhne Eric und Lyle Menendez für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. In dieser Zeit wurden die Menendez-Morde dank ihrer Mischung aus Familiendrama, Hollywood-Verbindung und vor allen Dingen der extremen Aussagen der beiden zu einer nationalen Sensation. Denn das komplette Gerichtsverfahren wurde im Fernsehen übertragen. Das bedeutet, jeder Bürger hatte die Möglichkeit, daran teilzunehmen und sich alles anzuschauen. Doch fangen wir erstmal ganz von vorne an. Der Vater von Lyle und Eric, José Enrique Menendez, wurde am 6. Mai 1944 in Havanna in Kuba geboren. Im Alter von 16 Jahren zog er nach der kubanischen Revolution in die Vereinigten Staaten. José besuchte die Southern Illinois University, wo er Mary Louise, auch genannt Kitty, Anderson kennenlernte. Sie war 3 Jahre älter als er und beide lernten sich kennen und lieben. Sie heirateten 1963 und zogen nach New York City, wo José seinen Abschluss in Buchhaltung am Queens College machte. Der erste Sohn des Paares, Joseph Lyle Menendez, der eigentlich nur unter seinem zweiten Vornamen bekannt ist, wurde am 10. Januar 1968 geboren. Kitty kündigte ihren Lehrjob, nachdem Lyle auf die Welt kam, und sie zogen nach New Jersey. Dort wurde Eric Galen Menendez am 27. November 1970 in Gloucester Township geboren. In New Jersey lebte die Familie in Hopewell Township und beide Jungen gingen auf die Princeton Day School. Die Eltern waren ziemlich streng und haben sehr viel von ihren Söhnen erwartet und das schon im sehr jungen Alter. Denn beide fingen mit circa 5 oder 6 Jahren an, Sport zu betreiben. Und zwar den Sport, den die Eltern für sie ausgesucht haben. Beide Jungs hatten ja keine wirkliche Kindheit, wie es viele andere Kinder auch haben, denn sie wurden sehr streng und diszipliniert erzogen. Schon mit 6 Jahren mussten beide anfangen mit professionellem Sport. Es begann mit Schwimmunterricht und dann kam Fußball dazu und irgendwann auch Tennis. Aber alles nicht auf dieser Ebene, dass es Spaß macht, sondern auf der Ebene, dass sie wirklich Champions werden. Das war nämlich genau das, was der Vater erreichen wollte, dass seine Söhne die Besten von den Besten werden. Im Jahr 1987 besuchte Eric dann die Beverly Hills High School,
hatte dort eigentlich durchschnittliche Noten, aber ein bemerkenswertes Talent für Tennis. Denn wie schon gesagt, hat der Vater sie regelrecht dazu gedrillt, dass sie die Besten werden. Und er hat dann bei einer Meisterschaft, das war von den Nations, hat er den 44. Platz belegt. Man muss dazu sagen, dass sein Vater erwartet hat, dass er den ersten Platz belegt und dementsprechend auch nicht gerade begeistert war. Lyle schrieb sich an der Princeton University ein und Eric wollte gerne auf die Brown gehen. Denn die Brown war etwas weiter weg und er wollte gerne auch mal was anderes sehen als nur sein Zuhause. Doch sein Vater war strikt dagegen und ja, im Endeffekt war es dann so, dass er mit 17 Jahren noch gar nicht genau wusste, wo er hingeht. Im Endeffekt hat seine Mutter ihn dann dazu überredet, dass er an die UCLA, also an die UCLA University geht und dort studiert. Beide Jungs waren sehr beliebt unter ihren Freunden. Vor allen Dingen Eric war ja einer der Lieblinge, auch gerade was die Frauenwelt betraf. Also sie waren eigentlich ja wie jeder andere Jugendliche mit 17 Jahren, 19 Jahren. Sie haben sich oft mit Freunden getroffen, aber der Sport war eigentlich immer so gesehen die Nummer eins. Nicht, weil sie es unbedingt wollten, sondern größtenteils, weil der Vater das wollte. Eine Familie, wie sie im Buche steht. Nach außen hin jedenfalls. Ein perfektes Ehepaar mit zwei perfekten Söhnen. Sie hatten zudem auch sehr viel Geld durch die Arbeit von José. Sie lebten in einem 4 Millionen Dollar Anwesen und ihnen hat es eigentlich an nichts gefehlt. Eric und Lyle haben auch einen privaten Coach gehabt, der mit ihnen Tennis gespielt hat, was sie hinten im Garten machen konnten, weil sie dort einen Tennisplatz hatten. Also ja, alles schien nach außen hin eigentlich wie der typische Hollywood-Dream. Bis zu dem Abend des 20. August 1989. José und Kitty Menendez saßen im Familienzimmer auf der Couch in ihrem Anwesen in Beverly Hills, als plötzlich ihre beiden Söhne, Eric und Lyle, das Zimmer betraten und zwei Schrotflinten in der Hand hielten. José wurde mit der Schrotflinte in den Hinterkopf geschossen und Kitty wurde durch die Schüsse geweckt. Sie wollte Richtung Flur rennen, doch wurde in dem Moment ins Bein geschossen. Sie fiel auf den Boden, als sie auf ihrem eigenen Blut ausrutschte. Ihr wurde daraufhin in den Arm, ins Bein und mehrmals ins Gesicht geschossen. Und zwar so oft, dass sie kaum wiederzuerkennen war. Beiden wurde zudem in die Kniescheibe geschossen, um die Morde wie ein organisiertes Verbrechen erscheinen zu lassen. Eric und Lyle fuhren daraufhin zum Mulholland Drive, wo sie ihre Schrotflinten versteckten, um weiter zu einem lokalen Kino zu fahren und dort Tickets für Batman zu kaufen. Denn diese sollten als ihr Alibi gelten. Als die beiden dann am Abend nach Hause zurückkehrten, rief Lyle 911 an und rief ins Telefon, jemand hat meine Eltern umgebracht. Beverly Hills Emergency. Yes, please. What's the problem? I'm sorry, kill my parents. Pardon me? What? Who? Are they still there? Yeah. The people. No. Were they shot? Yes, man, too. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. What happened? I have a hysterical person on. We're trying to get even further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't know. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know what? They're still in the house, the people that did the shooting. Get away from them. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Hello. Hello, this is the police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door. I'm gonna tell my brother. Als die Polizei ankam, sagten die beiden Jungs, dass sie beim Theater waren, also im Kino waren,
um dort den neuen Batman-Teil zu schauen und daraufhin zu einem Festival LA of Taste gefahren sind und sich dort mit Freunden treffen wollten. Eric lag zusammengerollt auf dem Boden und hat geweint und Lyle saß auf der Treppe und war auch ziemlich fertig. Man hat ihn angesehen, dass sie schockiert waren über das, was passiert ist. Wahrscheinlich war das auch ein Grund, warum die Polizisten zu dem Zeitpunkt nicht veranlasst haben, dass Fingerabdrücke genommen werden, sodass getestet wird, ob eventuell Schmauchrückstände gefunden werden. Das kann alles daran liegen. Also wieso es nicht am Tatort gemacht worden ist, ist nicht wirklich nachvollziehbar. Zudem kam dazu, dass die Jungs ja zu dem Zeitpunkt ein Alibi hatten und auch angegeben haben, wo sie waren. Aufgrund der Tickets war das auch eigentlich ein sehr gutes Alibi, denn die Polizei konnte ihnen nicht nachweisen, dass das, was sie gesagt haben, nicht stimmt. In den Monaten nach den Morden begannen die Brüder plötzlich sehr viel Geld auszugeben. Und mit sehr viel Geld sind knapp 1 Million US-Dollar gemeint. Eric hat sich beispielsweise einen Tenniscoach beschafft, der ihn 60.000 Dollar im Jahr gekostet hätte und ist überall hingereist und hat an Tennisturnieren teilgenommen, während Lyle sich ein Porsche Carrera gekauft hat, mehrere Rolex-Uhren und auch ein Restaurant, welches er zu einem Franchise-Unternehmen aufbauen wollte. Sie haben also wirklich sehr viel Geld ausgegeben und das fiel irgendwann auch auf. Sie ließen das Familienhaus schließlich unbewohnt und entschlossen sich dazu, in eine Eigentumswohnung zu ziehen, in Marina del Rey. In den früheren Phasen der Ermittlungen hat sich die Polizei eigentlich größtenteils darauf beschränkt, wer eventuell für den Tod der beiden verantwortlich gewesen sein könnte. Sie untersuchten unter anderem auch Mobleads, ob es daher kam, doch bei denen kam nichts heraus. Als die Ermittlungen dann fortgesetzt wurden, richtete sich der Fokus immer mehr auf die beiden Söhne. Denn es kam mehr und mehr zum Vorschein, dass sie wegen Geldmotiven ihre Eltern umgebracht haben. Um ein Geständnis herauszubekommen, hat die Polizei sich dann mit einem guten Freund von Eric zusammengetan und dieser sollte sich mit ihm in einem Café treffen. Er wurde verkabelt und hat Eric dann nach einem längeren Gespräch gefragt, ob sie die Eltern getötet haben. Doch Eric verneinte dies. Eric war aber auch in psychologischer Behandlung. Das heißt also, er war regelmäßig beim Psychologen. Irgendwann war das ist wahrscheinlich auch alles viel zu viel für ihn und er hat seinem Psychologen erzählt, dass er und sein Bruder die Eltern umgebracht hätten. Der Psychologe Jerome Oziel hat dies aber nicht lange für sich behalten können und erzählte seiner Angestellten davon. Diese ging kurzerhand zur Polizei und erzählte alles über die Morde, was sie wusste. Denn der Psychologe hat stets ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen bei allen Sitzungen und hatte somit auch das Geständnis von Eric Menendez auf Tonband. Am 8. März 1990 wurde Lyle Menendez festgenommen und wurde beschuldigt, seine Eltern ermordet zu haben. Kurz danach erfuhr Eric auch, dass sein Bruder festgenommen wurde, als ein früherer Zimmerkollege ihn anrief und ihm davon erzählte. Eric machte sich sofort auf den Weg zurück nach LA und wurde 3 Tage später auch festgenommen. Im August 1990 erklärte der Richter James Albrecht, dass die Aufnahmen zwischen Eric und Oziel als Beweismittel vor Gericht genutzt werden können. Denn scheinbar hat Lyle, als er erfahren hat, dass sein Bruder Eric Oziel von der Tat erzählt hat, Oziel bedroht und somit das Arzt-Patienten-Privileg verletzt. Da gegen dieses Urteil jedoch Berufung eingelegt wurde, wurde das Verfahren um 2 Jahre verschoben. Der oberste Gerichtshof in Kalifornien erklärte daraufhin im August 1992, dass die meisten dieser Bänder zulässig seien, bis auf dieses Band, wo Eric die Morde gestand. Nach dieser Entscheidung erhob eine Grand Jury des Verwaltungsbezirkes in Los Angeles im Dezember 1992 eine Anklage gegen die beiden Brüder wegen Mordes an ihren Eltern. Der Fall wurde zu einer nationalen Sensation, als Kerr TV im Jahr 1993 die komplette Verhandlung ausstrahlte. Ihre Verteidigerin Leslie Abramson wurde bekannt durch ihre Theorie, dass die beiden Brüder durch jahrelangen Missbrauch, durch die komplette Kindheit und Jugend, vor allen Dingen sexuellen Missbrauch von ihrem Vater, dazu getrieben worden sind, ihre Eltern umzubringen. Denn der Vater wurde in den Verhandlungen als grausamer Perfektionist und Pädophiler dargestellt.
Die Mutter Kitty Menendez wurde als selbstsüchtige, psychisch instabile, drogenabhängige und alkoholabhängige beschrieben, die die Missbrauchstaten ihres Mannes ermutigte und auch ziemlich oft handgreiflich ihren Söhnen gegenüber war. Die ersten beiden Juries, jeder Bruder hatte eine Jury, das war also nicht so, dass eine Jury für beide Brüder entschieden hat, war festgefahren und aufgrund dessen wurde ein ergebnisloser Prozess einberufen. Bei einer Wiederaufnahme des Verfahrens im Jahr 1995 erlaubte der Richter den Verteidigern viel mehr auf den sexuellen Missbrauch einzugehen. Doch diese Verhandlung wurde auch etwas weniger öffentlich gemacht, da der Richter Stanley Weisberg keine Kameras in seinem Gerichtssaal haben wollte. Die Jury sagte, dass die Missbrauchsverteidigung in dem Verfahren kein Faktor ihrer Entscheidung gewesen seien, doch sie entschieden sich gegen eine Todesstrafe. Denn das war eigentlich das, was auf Eric und Lyle Menendez normalerweise zugekommen wäre. Beide wären zum Tode verurteilt worden. Doch durch ihre Aussagen und durch den Faktor, dass beide vor dieser Tat noch nicht vorbestraft waren, entschied sich die Jury nur dafür, dass sie lebenslänglich bekommen. Die Jury lehnte in dieser Strafphase jedoch ab, dass die beiden Jungs ihre Eltern aufgrund von Angst getötet hätten. Denn das war die Aussage von ihnen. Sie ging davon aus, dass sie die Eltern aufgrund von Geld und Reichtum getötet hätten, denn sie waren darauf aus, das Erbe ihres Vaters zu bekommen. Am 2. Juli 1996 verurteilte Weisberg dann die beiden Brüder zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung. Zudem bekamen sie aufeinanderfolgende Strafen aufgrund der Schwere dieses Mordes. Beide kamen in verschiedene Gefängnisse, obwohl sie darum gebeten haben, zusammen untergebracht zu werden. Auch die Verteidigerin sagte, dass das eigentlich das Sinnvollste wäre, wenn sie wenigstens zusammen sein könnten. Denn die Aussage des Richters, dass wenn die beiden zusammen untergebracht werden würden, dass sie dann eventuell eine erneute Strafe begehen würden, war für sie nicht wirklich nachvollziehbar. Ganze 22 Jahre haben die beiden Brüder sich nicht gesehen. Sie durften auch nicht miteinander telefonieren. Das Einzige, worüber sie kommunizieren konnten, waren Briefe. Sie haben sich regelmäßig Briefe geschrieben und haben beispielsweise Schachzüge ausgetauscht, sodass sie über Briefe Schach gespielt haben. Bis Lyle dann im Februar 2018 im Alter von 50 Jahren in dasselbe Gefängnis gebracht wurde, in dem auch sein Bruder Eric war. Lyle wurde zuerst jedoch in einem anderen Haus untergebracht, sodass die beiden Brüder sich nicht mal über den Weg laufen konnten. Doch am 4. April 2018 war es dann soweit und Eric wurde in dasselbe Haus gebracht, in dem sich sein Bruder Lyle befand. Es war das erste Mal nach 22 Jahren, dass die beiden sich wieder gesehen haben. Die Wärter haben berichtet, dass sie sich einfach nur in die Arme gefallen sind, kein Wort gesagt haben und sich einfach nur umarmt haben und geweint haben. Seit diesem Tag sind die beiden eigentlich unzertrennlich. Sie sind zwar in verschiedenen Räumen untergebracht, jedoch sehen sie sich täglich, wenn sie beispielsweise Ausgang haben oder beim Essen. Beide Brüder haben im Gefängnis geheiratet. Eric Menendez heiratete Tammy Suckerman im Jahr 1999 und Lyle Menendez heiratete Rebecca Sneed im Jahr 2003. Lyle Menendez ist mittlerweile 53 und Eric Menendez ist mittlerweile 50 Jahre alt. Beide sollen den Rest ihres Lebens hinter Gittern sitzen. So, ihr Lieben, das war's auch erstmal mit der Geschichte, so wie sie in den Medien steht. Ich habe euch ja am Anfang des Videos erzählt, dass ich heute wirklich nur darauf eingehe, was in den Medien zu finden ist. Natürlich, es ist noch viel, viel mehr darüber zu finden, aber ich habe versucht, neutral zu bleiben, da ich nicht möchte, dass ich in diesem Video Partei ergreife für irgendjemanden, denn es ist extrem schwer gewesen, im Internet etwas zu finden, wo die Menendez-Brüder nicht schlecht geredet worden sind. Und das meine ich echt ernst. Also egal, auf was für einer Seite man war, sie wurden als verwöhnte, reiche Kinder dargestellt, die wirklich nur auf das Geld aus waren etc. Ich persönlich habe ja schon am Anfang des Videos erzählt, dass ich mir alle Aussagen und die kompletten Gerichtsverhandlungen angeschaut habe. Dementsprechend habe ich mir mein eigenes Bild dazu gebildet. Und diese Story erzähle ich euch dann auch nächste Woche. Nächste Woche wird es im Endeffekt so ablaufen, dass ich euch alles aus der Kindheit, dem, eigentlich aus dem kompletten Leben von Eric und Lyle erzähle. Und ihr sollt euch dann selbst eure Meinung bilden.
was ihr davon haltet und wie ihr diesen Fall seht. Und ob ihr findet, dass die Strafe gerecht war oder ob ihr findet, dass der Fall nochmal neu aufgenommen werden sollte. Mich würde vorab aber schon mal interessieren, ob ihr von dem Fall gehört habt und vor allen Dingen, was ihr darüber denkt. Kommentiert doch einfach mal unten rein, was euch so dazu einfällt. Ich würde mich riesig darauf freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche mit demselben Fall, nur sehr, sehr, sehr viel detaillierter. Schaltet auf jeden Fall ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eure Niki.